Speziell beim GWA Performance System ist es so, dass also MTM bei der Grundsteinlegung ein sehr wichtiger Pate war. Ist jetzt speziell zurückzuführen auf diesen Industriearbeitskreis Produktionssysteme, der damals von Herrn Dr. Salvicek geleitet wurde. Dann haben wir noch die Einführung des Performance Audits bei uns im Werk gemacht, das als Methode eingeführt. Und das hat noch zum sehr, sehr wichtigen Erkenntnisgewinn geführt, wie bei uns das Thema Methoden und Prozessorientierung gestaltet werden kann.